Hi Leute, willkommen zurück bei Dirty Swamp mit mir, Bloody Wintertail. Ich weiß gar nicht, warum ich das immer erwähnen muss, dass ich Bloody Wintertail bin. Aber gut, Leute, es gibt Veränderungen. Die erste Veränderung ist, ich habe das Scaling rausgenommen in den Optionen. Heißt, wir sind jetzt wieder richtig schön klein. Der Geruch hat sie in den ich hoffe, es geht bei euch zum Schauen, also ob ihr das gut erkennen könnt. Ich nehme aber schon an, denn ich ja nehme ja auch in einer etwas höheren Auflösung auf, von dem her sollte das passen. Ja, ihr werdet es gemerkt haben, es kam jetzt eigentlich sogar über eine Woche keine Aufnahme mehr. Tut mir sehr leid, aber es sind wichtige Dinge dazwischen gekommen und ich weiß auch nicht, wie das hier weiterläuft im Moment, zumindest. Ich werde versuchen, das einigermaßen regelmäßig weiterzumachen. Ja, ich werde auch etwas kürzere Folgenlängen ab jetzt aufnehmen, weil ich einfach wirklich gerade gar keine Zeit mehr finde. Aber ich werde versuchen, das Projekt nicht abbrechen zu müssen. Es wird irgendwie weitergehen, wir kriegen das irgendwie hin. Aber mit Einschränkungen natürlich. So, da ich eine Woche nicht gespielt habe, beziehungsweise ich habe jetzt zwei Wochen nicht gespielt, willst du dir nicht langsam muss ich mal kurz nachlesen, was ich mir denn so alles aufgeschrieben habe. So, wir wollten noch ein paar Dietriche von Quentin kaufen. Ich weiß nicht, ob ich das schon gemacht habe. Wir wollten noch drei verschlossene Truhen irgendwo finden zum Aufmachen. Ich habe mir das mal alles aufgeschrieben. Shrike Spezialtrank geben. Keine Ahnung, wahrscheinlich irgendein Bier oder so. Und wir müssen das gebratene Fleisch zu Ivan bringen. Das habe ich mir alles aufgeschrieben. Vom Rest weiß ich nichts mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Kette, da weiß ich noch grob, was ich machen muss. Da müssen wir in den Sumpf laufen. Aber ich habe mich, glaube ich, nicht umsonst genau bei Olaf abgestellt. Und ich glaube, wir können das mit der Axt doch langsam machen, oder? Gib mir deine Axt. Hoha! Hier hast du sie. Meinst du in etwa so? Da habe ich dich wohl doch falsch eingeschätzt, Jüngchen. Und jetzt gib mir meine Axt wieder, bevor sie dir noch aus der Hand fällt. Da hast du falsch gedacht, Würstchen. Und jetzt verkauft er mir seine Waffe. Verkaufst du mir jetzt deine Waffen? In Ordnung. Aber wage es nicht, mit einer meiner Waffen in der Arena zu verlieren. Das wirft ein schlechtes Licht auf mich. Ich werd's versuchen. Tut mir schrecklich leid. Kann ich mir irgendeine Waffe kaufen oder gibt es da was zu beachten? Egal, ob du mit einer Einhand- oder Zweihandwaffe in den Kampf ziehst. Ausschlaggebend dafür ist dein Gegner. Manche Gegner sind gegen Klingenschaden resistenter als gegen stumpfen Schaden. Bei anderen ist es umgekehrt. Gegen Reptilien wie Warane, Lurker oder Snapper sind stumpfe Waffen wie Hämmer und Keulen zum Beispiel nicht zu gebrauchen. Es lohnt sich also immer, eine Auswahl an Waffen mit dir herumzuschleppen, damit du für jede Situation gewappnet bist. Soll das jetzt Werbung dafür sein, besonders viele Waffen bei dir zu kaufen? Natürlich. Wahrscheinlich werden wir keine einzige Waffe bei ihm kaufen. Aber egal. So, den Apfel lasse ich mal mitgehen, ne? Leichte Armbrust, Stachelkeule, Richtschwert, Richtstab. Benötigte Geschicklichkeit. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich es echt gut finde, dass die Waffen auch Geschick brauchen? Ich weiß zwar nicht, ob das Sinn macht, aber ich finde es irgendwie gut. Weil so ist man gezwungen, wirklich beides zu skillen. Wir verkaufen mal unseren ganzen Müll, den wir im Inventar haben. Zum Beispiel den Reiterbogen. Da können wir einen locker verkaufen. Denn wir müssen noch ein bisschen an Goldbrocken kommen, glaube ich. Ja, wir sind echt ein richtiges Würstchen immer noch. Ich will mich dem Lager anschließen. Na, das kann ja was werden. Hast du etwas dagegen? Nein, hab ich nicht. Gut, dann gehe ich. Aber ich bin auch nicht dafür. Jetzt, wo alle ein Mitspracherecht bei der Aufnahme von Neuen haben, werde ich auch davon Gebrauch machen. Och Mann. In letzter Zeit haben sie jeden Schwächling aufgenommen. Sieh dir doch zum Beispiel einfach diesen Dolok an. Der fällt doch fast vom Fleisch. Und der soll auch noch unser Fleisch beschaffen? Kann ich mich wieder auf eine vegetarische Woche gefasst machen. Wie kann ich dich davon überzeugen, dass es eine gute Idee ist, mich aufzunehmen? Wenn du wirklich aufgenommen werden willst, dann musst du dich durchsetzen können. Und noch viel wichtiger,
Sei kein Schwächling. Was kann ich denn tun, damit du mich nicht für einen Schwächling hältst? Du willst also wirklich dazugehören? Scheiße, du meinst das wirklich ernst. Jetzt quatsch nicht so viel. Was muss ich tun? Okay, okay, gut. Bist du schon mal vor unserem Lager rechts auf die Holzbrücke abgebogen? Dort bin ich mit Dolok jagen gewesen, glaube ich. Dann weißt du ja schon die ungefähre Richtung. Finn hat mir erzählt, dass er dort hinten Orks gesehen hat. Orks? Richtige Orks? Natürlich richtige Orks. Oder hast du schon mal einen falschen Ork gesehen? Wenn du mich unbedingt überzeugen willst, dann töte einen dieser Orks und bring mir einen Beweis dafür. Och, Orks, bitte nicht. Ich mag Orks irgendwie nicht. Ja, man kann genau dasselbe sagen wie in Gothic 2 beim Schmied, bei Harad. Was machen Orks im Sumpf? Jiran hat mir erzählt, dass seit den Erdbeben alle Wege nach draußen blockiert sind. Zumindest geht er davon aus. Was weiß ich? Vielleicht war das Ganze auch nur eine erfundene Geschichte von Finn. Kannst du ihn ja mal danach fragen. Hä, wie? Wir haben einen Ork besiegt? Nee, haben wir nicht. Komm. Jetzt lasst mich mal gucken. Speichern mal hier. Ich will das mal ausprobieren. Was er da sagt? Ein Ork ist ein ziemlich heftiger Gegner. Sagt man sich so. Ganz genau. Wenn du es mit so einem nicht aufnehmen kannst, dann brauchen wir dich hier nicht. Na toll. Wenn du Glück hast, triffst du nur auf einen ihrer Späher. Die sollen längst nicht so gefährlich sein wie ihre Krieger. Das heißt, wenn Finn, der alte Wichtigtuer, die Wahrheit gesagt hat. Schwarzer Troll, kein Problem. Soll ich das mal sagen? Ich habe einen Ork besiegt. Du hast tatsächlich eines dieser Biester zur Strecke gebracht? Wo ist dein Beweis? Den muss ich verloren haben. Dann glaube ich dir auch nicht. Okay. Ja, wir suchen mal Finn auf. Ah, schon gefunden, scheiße. Hey, ich dachte, Finn. Das dauert länger. Olaf hat erzählt, dass du Orks im Sumpf gesehen hast. Ja, stimmt. Wo genau hast du die Orks gesehen? Wenn du von der Holzbrücke rechts vor unserem Lager immer weiter geradeaus gehst, dann kommst du irgendwann zu einer Steintreppe. Auf meiner Jagd mit Alberto und Aldo sind wir dort auf eine kleine Höhle gestoßen. Dort haben wir dann dieses laute Gegrunze gehört. Kann nur ein Ork sein, wenn du mich fragst. Ja, ja. Habt ihr den Ork denn nicht gesehen? Bist du wahnsinnig? Wir haben auf dem Absatz kehrt gemacht und woanders gejagt. Ja, und ich muss mich hier beweisen. Ich! Und die rennen alle wie weg wie Feiglinge hier. Warte mal. Du hast meinen Ring nicht zufällig gefunden? Oh. Suchen wir gerade noch aktuell einen Ring von ihm? Ich bin mir da nicht so sicher. Schon ist verlorener Ring. Die Harpie, genau, da war ja was. Na gut. Aber wir können doch... Wir nehmen Jäger Alberto mal mit, würde ich sagen. Ich würde sagen, wir machen das auch direkt, weil ganz ehrlich, einen anderen Plan habe ich eh nicht. Wir können mal Rick noch befragen. Warte mal. Ruhm und Ehre. Das ist mein Sold. Weil Mana Rick ist ja hier der große Ork-Kämpfer, aber hey, ich glaube, Rick, Boom. Der geht uns gerade gewaltig aus dem Weg. Ich weiß echt nicht warum und er zündet sich hier wieder an. Sei gegrüßt, Wassermagier. Was für... Das haben wir schon gehört. Ich frage mich, komm, ich nehme mal einen Eisblock mit. Wir brauchen dafür Grundmana-Kosten 30. Wir haben keine 30 Mana. Da könnten wir 10 Mana herbekommen, aber so viel Goldbrocken haben wir nicht. Okay, wir müssen mal kurz schauen. Wir haben hier einen Lederbeutel, den machen wir mal auf. 172. Wie viel Mana haben wir denn? Warum? Genau, was laber ich da eigentlich? Wir haben doch genug Mana. Ich frage mich zwar immer noch irgendwie, warum. Ja, egal, hallo, wir haben genug Mana. Passt. Was? Wir holen uns jetzt einen Eisblock.
falls der Ork doch zu heftig wird. Wasserfaust ist, glaube ich, auch ziemlich stark, habe ich gehört. Magisches Geschoss. Die Zauber sind eigentlich wirklich alle recht gut eigentlich. Ein Feuerball, komm, Feuerball kann nie schaden. Eissplitter, Eisexplosion, ich bin mir halt echt nicht sicher, was da so gut... Oh, der ist echt stark. 130 Schaden für 75 Gold. 130 Schaden für 75 Gold. Ja, das ist schon moderat eigentlich. Das magische Geschoss ist ungefähr gleich. Ja, wir wollen jetzt hier kein Mathe machen, ich weiß. Aber das Problem ist, ich habe einfach nicht genug Gold, um mir jetzt groß was zu kaufen. Ich könnte ja noch ein paar Schwerter verkaufen, beziehungsweise ich könnte mal mein... Was soll ich Grobmotoriker denn damit? Ich könnte auch mal mein Zeug mal richtig anlegen. Warum haben wir eigentlich so geringe Statuswerte? Warum? Warum machen wir sowas? Wir sind halt erst Level 6. Wo hast du das denn schon wieder aufgetrieben? Wir haben doch echt schon viel gespielt. Warum sind wir denn immer noch so schwach? Ich verstehe es nicht. Ich habe da so meine Quellen. Wir könnten noch ungefähr 10 Stärke lernen. Das Problem ist, es bringt uns nichts. Gut, wir könnten das verrostete Schwert nehmen. Das ist richtig. Hauti? Zeig mir dann. Was hat Hauti denn noch so für uns? Stachelkeule ist eine stumpfe Waffe, nehme ich an. Ein Gardeschwert. Das würde ich mir gerne einverleiben. Also das Gardeschwert klingt lecker. Aber Problem ist, dann können wir gleich das verrostete Schwert nehmen. Das macht genauso viel Damage. Ist wahrscheinlich nur ein bisschen kürzer. Du, hier ist halt nichts Gescheites dabei eigentlich, gell? Das ist eigentlich so gesehen überhaupt gar nicht gut, was wir da machen. Nicht geschickt genug. Genau, und Geschick wollte man, glaube ich, auch noch irgendwie lernen. Kann das sein? Und Ivan muss ich noch suchen. Ist der Ivan hier irgendwo drin? Oh, Leute. An einem neuen Bogen? Ich bin mir doch nicht sicher. Ja, der ist es auf keinen Fall wahrscheinlich. Lass mal stecken. Was? Hä, das ist Miguez? Der hat uns doch zum Lager geführt. Alles klar. Was puncht der denn jetzt hier rum, wenn der doch im Sumpflager da sein muss? Oh Mann. Leute, ich bin hier fast schon wieder komplett raus. War denn Ivan wirklich im Lager hier noch irgendwo? Ist der da oben? Ich will den jetzt nicht groß anfangen zu suchen hier eigentlich, aber... wäre halt schon gut gewesen. José? Finn? Nee, weißt du was? Wir schnappen uns jetzt Alberto und gucken, dass wir uns mal Richtung Ork begeben. Wäre doch cool, wenn wir in dieser Folge noch ein Ork-Blatt kriegen, oder Leute? Das wäre doch der absolute Overkill für heute. Wir müssen nur aufpassen. Lass mich mal speichern. Weil wir dürfen dem einen Bandit hier nicht in die Hände laufen, dem Jens. Der macht uns nämlich richtig fertig, glaube ich. Ich hoffe, der macht uns nicht mehr lange fertig. Ja, Jungs. Ganz ruhig. Ja, das wollte ich machen. Das hier. Hier hast du etwas Stärkeres. Dann wollen wir doch mal sehen, was du da hast. Oh, das ist aber... Wo kommen denn die vielen Sterne her, Mami? Dem haben wir es gezeigt. Hallo, oder? Horst! Der kann Taschendiebstahl lehren. Patty, der auch Pirat ist. Wie war der Spruch? Was, willst du ein Bier? Willst du ein Bier? Sorry, nicht bei der Arbeit. Du kannst mir aber gerne nach Feierabend eine Runde ausgeben. Naja, eher nicht. Wo ist der hin? Hallo, aufgewacht, Kollege. Ich habe heute noch was vor. Ach, Leute, dabei checken wir noch schnell unser Inventar ein bisschen ab. Regeneriert die Hälfte des Lebens. Ja, das ist gut. Das ist alles schön und gut, aber prozentual, Leute, das bringt uns gar nichts. Die groben Schwerter sind aber auch nichts wert, oder? Verroste. Ja, besonders... Ach Gott, was gucke ich denn? Ich bin doch ganz falsch. Verrosteter Dolch. Braucht Geschick. Ist wahrscheinlich sehr viel kürzer. Ich glaube echt fast. Wir lassen mal Shrike noch ein bisschen pennen. Und überlegen uns das mit diesem Gardeschwert hier draußen nochmal. Zeig mir deine... So, wie viel Kohle will der für das Ding haben? Er will 200 Flocken. Macht 30 Damage. Wir brauchen 26 Stärke und 13 Geschick. 26 Stärke, 13 Geschick. Das heißt, wir müssen noch 3 Stärke lernen. Und...
8 Geschick. Das kriegen wir doch eigentlich hin. Da wird es uns wahrscheinlich nur an der Kohle noch mangeln. Ich habe echt gute Lust, kurz zu lernen, gell? Wenn ich jetzt noch wüsste, wer mir nochmal Geschick beibringen kann. Mach mich geschickter. Ja. Yeah. Ich werde besser, Leute. Ich werde auch besser. 10, 11, 12, 13. Du hast schon etwas an Geschicklichkeit gewonnen. Ja, das habe ich in der Tat. Danke. Hey, Skinny. Hey, Hauti. Zeig mal die Waffe nochmal. Zeig komm. Ich guck die jetzt so lange an, bis du sie mir kostenlos gibst, okay? Also Geschick 13, Stärke 26. Oh, wir sind nahe dran. Wir sind sowas von nah dran. Ich muss nur mal schnell schauen. Hatten wir nicht noch irgendeinen Stärkering? Dann lernen wir eben kurz Stärke. Ha, und hier ist Ivan. Kann ich ihm das Fleisch geben? Es war irgendwas mit Fleisch. Ich bin ja. Hey, Ivan. Ja? Hey, Ivan. Was? Ja. Er möchte mit mir nicht sprechen. Oder habe ich ihm das Fleisch schon gegeben? Weiß das jemand? Kein Pirat ohne Alkohol, Johnny's Ring. Blabla. Ich glaube, wir haben das schon gemacht. Ich hatte es wahrscheinlich nicht durchgestrichen auf meiner Liste. Aber irgendwie steht es da auch nicht. Ach, ich weiß auch nicht. Oder ich habe noch nicht genug Fleisch. Ich habe keine Ahnung. Leute, das müssen wir... Ich habe mir irgendwas aufgeschrieben mit gebratenes Fleisch für Ivan. Keine Ahnung, was ich damit meine. Vielleicht habe ich einfach nur wieder einen Kurzschluss gehabt, als ich das aufgeschrieben habe. Ich weiß es nicht. Jetzt werden wir mal kurz Stärke lernen. Und das war da hinten. Bei Kyle. Das weiß ich sogar noch. Jetzt müsste er hier sein. Warte mal. War nicht Kyle hier gestanden oder war das wirklich immer schon Rocco? Ich bin mir nicht sicher. Oder war Kyle hier hinten irgendwo? Es kann auch sein, dass die Hälfte der Typen hier unsichtbar ist wegen meinem Renderer. Das werde ich allerdings, ja, nicht so wirklich rausfinden können. Hey, Morgan. Also es war... Stör mich nicht. Es war definitiv Kyle. Jetzt warte mal. Da ist er doch. Ich bin an ihm vorbeigelaufen. Hallo, Kyle. Jetzt komm, steck deine fette Armbrust weg. Du trainierst Lass mich jetzt. Lass uns trainieren. Hast du mich verstanden? Stärke. Ich habe gehört, hilft viel, oder? Sollen wir echt mal brachial Stärke lernen? Wir lernen 5. Egal. Gut, deine Stärke hat zugenommen. Und jetzt, Leute, werden wir uns das Gardeschwert holen. Das ist mir egal. Wir werden jetzt irgendwie diese 300 Flocken oder 200 Flocken zusammenkriegen. Da werden wir sowas von mit dem Gardeschwert rumrennen. Wir werden alles abmetzeln jetzt gleich. Das wird richtig brutal werden. Der Ork wird sich wahrscheinlich sowas von kaputt lachen. Der wird wahrscheinlich nur hauchen und wir werden einfach umfallen. Zeig mir dann. Aber wir probieren es einfach. So, das ist eins wert. Ein einziges scheiß Goldstück. Kurzschwert der Milz brauche ich eigentlich auch nicht mehr, oder? Spaltaxt, oh, keine Ahnung. Rostiges Schwert weg. Bauernwehr weg. Verwitterte Axt weg. Alles weg. Altes Schwert weg. So, wir sind bei 100. Das ist die Hälfte. Die Hälfte. So, Bauernkleidung. Ich weiß ja nicht, was ich von dem Zeug noch brauche. Ich habe so das dumme Gefühl. Wir werden nicht auf die 200 kommen. Kann ich den Goldteller eigentlich verkaufen? Das ist die bessere Frage. Ich könnte natürlich ein paar Pfeile und Bolzen verkaufen. Weißt du was, wir verkaufen alle Bolzen und wir verkaufen jetzt so viele Pfeile, bis wir einfach kurz auf 200 kommen, weil ich kann den Bogen im Moment sowieso nicht halten. Und in naher Zukunft auch nicht. So, jetzt haben wir das Gardeschwert gekauft. Und bestimmt die Hälfte aller Zuschauer schütteln jetzt den Schädel, weil sie irgendwie wissen, da hinten hätte es noch ein viel besseres Schwert gegeben und bla bla bla, aber hey, ich wollte mir einmal so ein Ding leisten. Guck dir das mal an, wie das aussieht. Das sieht schon so richtig ungefährlich aus eigentlich. Aber egal. So, jetzt müssen wir nur noch Alberto finden.
War das Alberto? Oder verwechsel ich den da schon wieder? Warte, stopp. Doch, Alberto. Meistens am Lagereingang. Ach, Sumpfratten schmecken doch nicht. Ist er das hier? Das ist Mieke? Ah, Leute, ich hab doch keine Ahnung, wo der wieder ist. Lagereingang. Ist das der da oben? Oder ist er das hier? Nee, der hieß anders. Georg, genau. Georg. Ist das Alberto? Das könnte Alberto sein. Er hat nämlich keinen Namen im Moment. Und wie wir wissen, hat in Dirty Swarm alles einen richtigen Namen. Wer bist du? Who are you? Wer will das wissen? Hast du noch mehr solcher bescheuerten Sprüche auf Lager? Ne ganze Menge. Aber was soll's. Ich bin Alberto. Sehr gut. Und du? Ach, ich kann mir eh keinen Namen merken. Wurdest du in letzter Zeit bestohlen? Kann schon sein. Sicher? Bin ich mir da aber nicht. Wenn das so ist. Okay, er wird uns jetzt führen. Ja, komm. Wir machen das noch. Du sollst mich führen. Wieso? Wohin? Und wer sagt das überhaupt? Finn will seine Kette zurück. Und da du ihn das letzte Mal sitzen gelassen hast, schuldest du ihm noch was. Hätte mir ja denken können, dass das auf mich zurückfällt. Aber hätte ich mich alleine auf die ganzen Biester stürzen sollen? Er war es doch, der Hals über Kopf auf die ganzen Biester losgerannt ist. Ich war nicht dabei, aber Finn hat mir etwas anderes erzählt. Das ist mal wieder typisch. Immer racken diese Söldnerschweine auf uns Banditen herum. Hat er dir auch gesagt, was passiert, wenn ich dir nicht helfe? Dann haut er dir eins auf die Nüsse. Klar tut er das. Die tun mir noch vom letzten Mal weh. Wann können wir los? Wenn du bereit bist. Ich habe gerade eh nichts Besseres zu tun, als hier herumzustehen. Aber rüste dich vorher gut aus. Der Sumpf kann sehr gefährlich sein. Und mit den Monstern dort ist echt nicht zu spaßen. Wenn du willst, kann ich dir einige Tricks zeigen, damit du dich zur Not vor den Viechern aus dem Staub machen kannst. Von was für Tricks reden wir hier? Ich kann dir beibringen, wie du ein richtiger Athlet wirst. Dazu gehört eine richtige Atemtechnik zum Rennen, sowie der richtige Stand, um weiter springen zu können. Okay, dann melde ich mich, wenn ich bereit dafür bin. Nee, ich glaube, diese billigen Jahrmarkt-Tricks brauchen wir jetzt nicht. Zumal ich die Lernpunkte gar nicht mehr habe. Wobei, wir steigen gleich. Und wenn ich jetzt nochmal ein paar Mal auf B drücke, dann werdet ihr wahrscheinlich, keine Ahnung, mich hassen. Mir egal. Wir werden nochmal eine Mütze Schlaf nehmen jetzt. Dann werde ich die Folge cutten und dann machen wir uns auf den Weg und suchen, ob wir doch nicht einen Ork zufällig finden. Ich sage an dieser Stelle schon mal Tschüss, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge von Dirty Swamp.